Leute, und da kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Red Dead Online die Story. Irgend so ein Mongo hat uns. Achso, ich hatte die ganze Zeit nicht ausgewählt. Ja, aber wie hat einen, vor allem hat das Unruhigste daran war einfach, es hat uns nur diese einzige gesehen, und zwar der hinterm Stein war. Also der uns eigentlich gar nicht sehen konnte, der ist auf dem Stein. Jetzt verstehe ich das. Und jetzt ist er tot und rollt den Stein runter. Das Pferde lohnt sich eigentlich doch nicht. Herr Lüdecke. Kannst mal schauen, also ob die dich da nicht treffen. Nur so ein bisschen langsam vorrücken. Achtung, von rechts wirst du gepusht. Von rechts. So war das gemeint. Ich habe gedacht wegen den ganzen Gegner. Geld stehlen, ich habe gedenkt. Ich habe gedacht, sondern ich habe gedenkt. Ey. Ich habe gedenkt. Kann sie nicht umbenennen zur Lotte. Und nur ist alles fit. Na? Was ist? Na. Ah, ja, ganz gut. Louis, Steven. Okay. Also zocken tue ich mit Louis. In der Party bin ich mit Louis und Steven. Okay. Bin gleich weg. Was? Bin gleich weg. Zu wem gehst du? Bin wieder bei Nina. Ah. Möchte Louis oder Steven irgendwas sagen? Meine Freund und ich brauche ihn. Louis, warum ist er reingegangen, nicht looten? Ey, Louis, also wir haben wieder eine Entscheidung, ganz nach uns Raval, glaube ich. Oder? Nee. Ja, bis morgen. Nee. Hier haben wir keine Mission. Entscheidung, glaube ich, in der Mission. Hoffe ich. Was? Ist der aggressiv? Junge, der ist aggressiv. Louis? Oh, doch, haben wir. Helfen oder töten, Louis? Was müssen wir machen? Fessel die hier. Fresshalde. Nimmst du den Mongo mit und nicht die Tussi? Oder warte, dazu lass erst noch draußen looten. Komm, Louis. Wir können ja draußen immer noch looten. Bisschen Loot geil. Warte kurz, ich nehme Clive mit. Louis, also sie hilf Elsa und zu ihrem Ehemann zu bringen. Ah, jetzt check ich zu ihrem Ehemann. Ah, Louis, also ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Die beiden sind geflohen und hatten die Bande angeheuert, ihr zu helfen. Und weil sie wahrscheinlich eher mit ihm zusammen sein will. Egal. Der arme Ehemann von ihr, danke, der Ehemann von ihr nichts mehr durchnehmen. Gell, Louis? Darum nehmen wir die Frau mit.
los. Ding. Ich frage mich, ob was bei Helfen passiert wäre. Ja, du kannst ja alle Missionen wiederholen. Wollen wir danach eigentlich noch weiter die Story spielen oder wollen wir danach mal irgendwas anderes machen, wie das so Mongos helfen? Ich glaube, ich helfe erstmal dir. Lebt mein Pferd noch? Oh, der eine ist ja gerade verblutet. Ich deck dich. Ah, hab sie beide. Ah nein, war nur das Pferd. Ah, das ist ja ganz tot. Sind es eigentlich, also sind das jetzt die, wo von den beiden, also warte, sind das die von den beiden, die Bande von den beiden, die sie beschützt hat? Ja, hier, ich hol grad hier unten. Ja, von, ja, oben auf dem Berg, Berg Bobo. Ja, wartet, das Pferd ist zu doof, um direkt umzuwenden. Ah, aber hier ist noch einer. Und einer kommt gerade. Ich wollte gerade, ah, hier ist der Einzige, der hier noch war. Eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, ist es unlogisch. Weil warum waren hier schon welche in der Stadt? Wie als hätten die gewusst, dass wir jetzt gleich den Ehemann von ihr töten und dann die Freundin von ihm klauen oder was? Ja, manchmal muss man einfach nur absteigen, wenn zu viele sind. Weiter? Oder? Ich hole ihn. Komm los, weiter. Ich hab ihn. Weil hier ist es wichtig, dass ich dich jetzt beschütze. Eigentlich hätten wir auf Red Dead sogar eigentlich gut nur ein reines Story-Spiel machen können, aber ich finde Online-Modus geil. Ah, also, ja. Vom Los, also du hast einfach die gefesselte Frau dabei und ich habe einfach den toten Mann mitgenommen. Dann kann der Mann von ihr, der sie entführt haben wollte. Was? Ja, das ist nicht schlimm.
hat mein Charakter jetzt den toten Mann mitgenommen. Oh, schade. Warte mal kurz, ich möchte wissen, was da passiert. Weil ich frage mich, was die jetzt ihm sagt. Nix, halt die Latte.